Ja, guck mal, wer da ist. Die Hallo. Luisa. Boah, ist die groß geworden, ne? Warum bist du denn so lange nicht bei uns gewesen? Ja, schade, das hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber jetzt bin ich ja hier. Arbeitet das Kind vielleicht? Ja, seit auch April, das, ne? Genau. Wir haben vor kurzem ein doofes Erlebnis gehabt, was uns aber eine Idee für einen Film gebracht hat. Ne, Luisa? War das passiert? Ja, ich bin zur Arbeit gefahren, so wie schon seit einem halben Jahr ganz normal. Habe mich dahin gestellt mit dem Auto, wo ich immer parke, auf so eine schnell befahrende Straße, so eine Schnellstraße. Und habe dann nach ein paar Stunden eine E-Mail bekommen. Im Auto XY wurde eingebrochen. Falls es euch gehört, dann bitte einmal schauen gehen. Und ja, musste dann feststellen, dass es leider mein Kennzeichen war. Die Beifahrerseite wurde eingeschlagen und meine Sporttasche wurde rausgeklaut. Da war ganz neue Sportklamotten im Wert von ein paar hundert Euro drin, Sportschuhe, Kopfhörer, was man eben so hat. Und ja, dann ist mir nach 2 Stunden aufgefallen, was mir dann auch so ein bisschen die Tränen in die Augen geschossen hat, dass meine Haarbürste in der Tasche war. So, und da muss ich jetzt mal zwischengrätschen. Also es sind Sportklamotten für ein paar hundert Euro weggekommen, weil die waren ja halt alle neu und wie man das so haben muss, ne Markenzeug, weil man geht da nicht mit XY-Klamotten ins Studio. Und dann weint das Kind eine Haarbürste hinterher. Weil es war die Haarbürste, die ich von meiner Mutter zum 10. Geburtstag bekommen habe. Und ich dachte, dass ich diese Haarbürste mein ganzes Leben lang haben werde. Und da grätsche ich jetzt nochmal dazwischen, weil was für eine Haarbürste ist so besonders, dass die Mama die zum 10. Geburtstag verschenkt und sagt, Kind, die hast du jetzt dein Leben lang. Die Geschichte dieser Haarbürste, das ist eine Mason Pearson, eine englische, ich will jetzt nicht sagen handgefertigte, aber in England gefertigte Haarbürste, die für uns die beste Haarbürste der Welt ist, ne? Ja. Weil und da schreibe ich sofort. Luisa hat ja viel, viel ausprobiert. Ich habe diese Bürste von der Firma Wella zu einer Tournee geschenkt bekommen, weil ich habe ja bei einer Friseurschule gearbeitet und dann sind wir immer auf Tournee gefahren und jeder hat so eine Haarbürste bekommen und die hat zu D-Mark-Zeiten 150 Mark gekostet und das war für mich einfach unfassbar viel. Na, da war ich 20 oder so und diese Haarbürste habe ich immer sehr, sehr hoch gehypt und als Maskenbildnerin war die natürlich auch immer in meiner Tasche. Und ich habe nie verraten, was das für ein Schätzchen ist, weil ich dachte, dann wird die mir geklaut. Also diese Haarbürste, die hat einen heiligen Schein, weil die ist schon durch die Haare von Weltstars geglitten. Und Luisa hat die auch immer gerne benutzt, ne? Hab mir die immer geklaut. Und immer, wenn ich da war, benutzt, ja. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, stell dir mal vor, das Kind versumselt die und das ist, ne, das ist so für mich halt, da hängt irgendwie so ein bisschen dran. Hört sich vielleicht bescheuert an, aber es ist einfach so. Und dann habe ich ihr diese Haarbürste zum 10. Geburtstag geschenkt. Und weil ich zu der Zeit so gut wie pleite war, habe ich halt recherchiert, wo kann man eine solche Bürste auch etwas günstiger kaufen, weil 150 D-Mark hatte die zu meiner Zeit bekommen, als ich die bekommen habe. Und da hatten wir jetzt schon Euro, aber dann hat die auch immer noch so, müsst ihr mal gucken, also die kostet so im regulären Verkauf so um die 130 Euro. Und dann habe ich die in einem Hundebedarf gefunden, weil für Hunde kostete die dann nur 52 oder sowas, also wesentlich weniger. Und dann habe ich die halt gekauft und Luisa verschenkt. Und das war bei uns ein sehr, sehr emotionaler Moment. Ja, und diese Bürste ist halt... noch die Packung. Toll! Und diese Bürste ist halt bei diesem Diebstahl abhanden gekommen. Da haben wir gesagt, so, da machen wir jetzt einen Film drüber, weil ich habe die sofort an dem Abend noch bestellt, ne? Ja, ich habe gesagt, ich brauche die natürlich. Ich hätte mich ja jetzt nie an eine normale Bürste gewöhnen können. Hört sich jetzt auf Jammern nach sehr hohem Niveau an. Ist es auch, aber das war, also die Sportklamotten, die waren dann zweitrangig. Die habe ich mir jetzt auch nicht neu bestellt. Aber ich brauchte diese Bürste wieder. Du hast ja diese berühmte Bürste, wir sagen jetzt nicht, wie die heißt, weil jeder weiß, wer lange Haare hat, ne? So, die hast du auch probiert, die war aber nicht so, ne? So eine kleine Handbürste. Ach so, nee. Die mit T vorne. Ja. TT. Das sind ja diese Plastikbürsten auch, damit komme ich nicht Die schaffen langes Haar einfach nicht, ne? Ja, also die hatte dann jetzt 89 gekostet, viel Geld für eine Haarbürste. So sieht sie aus, 30 Jahre alt oder noch länger.
Und man das sieht ist halt gar die neue. Nicht mehr die Aufschrift. Ja, weil die eben benutzt ist. Aber sie ist im Prinzip immer noch so geblieben. Mein rotes Kissen ist so ein bisschen verschossen durchs viele Waschen und Desinfizieren. Und die ist halt jetzt neu. Also deshalb haben wir gesagt, wer sich mit langen Haaren überlegt, eine richtig gute Bürste anzuschaffen, ist eine Investition fürs Leben. Weil ich habe meine ja jetzt schon 40 Jahre. Und die war jahrelang super krass in Gebrauch. Und klar, jetzt für meine Haare ist das nichts. Wir haben das so, die ist jetzt bei mir zu Hause, wenn Luisa bei mir ist und sie hat ihre eigene. Und die Sporttasche, bleibt die jetzt sichtbar im Auto? Nein. Ich nehme jetzt überall alles immer raus. Also ja, man weiß das ja, nichts im Auto lassen. Aber ich dachte halt, okay, für eine Sporttasche offensichtlich bricht man jetzt nicht ein. Ja, ist jetzt so passiert. Die Bürste habe ich zum Glück wieder, aber ich würde sie nicht nochmal im Auto lassen. Aber trotzdem, ne? So die Originalbürste, ja. Die ist weg, aber okay, manchmal ist das so im Leben. So, ehe sich Luisa jetzt die Haare bürstet und zeigt, warum die so gut ist, zeige ich jetzt nochmal so die klassische Geschichte der Haarbürste, weil das hier kennen vielleicht alle das in meinem Alter. Schon alles bei mir. Das ist die sogenannte Skelettbürste. Kam zu der Zeit, wo die Popper-Frisuren so aktuell waren und dann hat man hier so durchgebürstet und dann lag das so Prinzessin Diana-mäßig hier so in Scheiben. Ne? Also vielleicht hat die ein oder andere von euch noch diese ganz typische Skelettbürste, bei mir sind die natürlich pink sein, zu Hause. Und wer sowas aus dem Drogeriemarkt hatte, so geht gar nicht. Dann kamen so in Friseurkreisen die sogenannte Denman-Bürste, auch wieder angelehnt an die Skelettbürste. Die ist auch okay, wenn man jetzt so, ich sag mal, so eine sportliche Frisur hat, um das mal durchzubürsten, auch vielleicht eine Männerhaarbürste, die packt gut durch. Die hat hier so kleine Nüppelchen, um die Haare vor Haaraufschlitzen zu schützen, ne? Weil das Wichtige ist ja immer, die Pressnähte dürfen nicht sein, egal ob beim Kamm oder bei der Bürste. Also wer sagt, soll nicht so viel Geld sein, aber eine ordentliche Bürste, dann halten wir es mal so rum, dass du dir das abschreiben kannst. Das sind die Denman-Bürsten, die werden so um 20 Euro kosten. Die klassischen Rundbürsten, klar, die gibt es in allen Größen. Auch ich besitze so ein Ding, wenn ich hier vorne das mal so ein bisschen in Schwung haben möchte und die Haare sollen trotzdem noch glatt aussehen. Ne? Weil je dicker der Durchmesser einer Bürste, desto glatter werden die Haare. Wenn man sowas als kleines Röllchen nimmt, dann kann man damit so klassische 80er-Jahre-Frisuren machen, ne? So kleine Würstchen in die Haare drehen. Im neuen Bereich wäre jetzt hier der Shark. Sorry, wenn da ein paar Haare drin sind, aber das sind eben private Bürsten und die sind auch in Benutzung. Da gibt es einen separaten Film drüber. Das ist eine sehr schöne Bürste, wenn man hier zum Beispiel mal Stand in die Haare bekommen möchte. Kann man damit tupieren und mit der Seite dann hier noch sortieren. Also für kurze Haare ist hier dieser Shark eine super Bürste. So, aber bei langen Haaren, ne? Mason, Pearson, ja. Seit 40 Jahren also halte ich die hoch und Luisa führt die Tradition fort. Ja, also man kommt wirklich super durch und ihr seht jetzt, glaube ich, schon, wie was für einen Glanz die Haare direkt danach haben, nach den Bürsten. Und wenn ich zum Beispiel aus der Dusche komme, dann sehe ich ganz schlimm aus wie ein gerupftes Huhn. Meine Haare, ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber die sind so verknotet dann. Ich komme wirklich nur mit dieser Bürste dann da durch. Und ja, egal, was ihr für einen Knoten habt, die kriegt den raus. Ist eine Mischung aus Nylon und Schweineborste übrigens, so wen das interessiert. Also die ist nicht vegan. Die ist tatsächlich immer noch klassisch mit Schweineborste in Verbindung mit diesem Nylon. Und genau diese Mischung, die macht es, dass dieser Glanz entsteht. Das ist also, kriegst du das mit einer anderen Bürste auch irgendwie so hin? Komisch, ne? Es ist eben magisch. Manche Dinge kann man auch nicht erklären, muss man auch nicht erklären können. Hauptsache es funktioniert, oder? Ja. Ja. Die Denman-Bürste. Ich habe meine jetzt, ich darf die behalten und Luisa hat hier ihre, die wird sie jetzt weiter, ne, in guter Erinnerung an Mama behalten und ja, wir lieben sie. Ich habe mir sogar in der Zwischenzeit, wo wir hier auf den Versand gewartet haben bei der neuen Bürste, hatte ich mir die von Mama ausgeliehen und ich hatte so Angst, dass mein Spind im Fitnessstudio jetzt aufgebrochen wird, weil irgendwer diese Bürste auch noch klaut, weil da hängt ja natürlich noch viel mehr Erinnerungen dran als bei ja. meiner.
Ja, ganz, ganz viele. Obwohl, ne, man sagt immer so Promis, aber die würden ja hier auch auf dieselbe Toilette gehen wie wir. Aber trotzdem sind halt schöne Erinnerungen und es sind tolle Haarergebnisse geworden. Und wer sich's leisten kann oder sich das vielleicht auch mal wünschen möchte zu Weihnachten, zum Geburtstag, ich schreibe den Namen, der sieht da, steht ja auch hier oben drin, und schreibe den Namen auch nochmal unten rein, wo du die dann kaufst. Musst du ein bisschen recherchieren, wie gesagt, im Tierbedarf sind dieselben Bürsten wesentlich günstiger, warum auch immer. Und Hundebesitzer legen das dann an, ne? Und was wir auch noch vielleicht sagen können, ist, dass das jetzt hier die Junior ist. Ah ja, ganz wichtig. Es gibt da ganz viele verschiedene Modelle. Wir haben jetzt beide die Junior. Das hat eine perfekte Größe. Also ich meine, ich hätte auch schon noch längere Haare als jetzt. Größer muss es nicht sein, finde ich. Ich glaube, es gibt dann auch noch unterschiedliche Stiellängen. Es gibt eine kleinere, die heißt dann Pocket. So. Ja, ja, aber also ich bin halt mit dieser Größe optimal zufrieden, weil das einfach so die mittlere Standardgröße, sage ich mal, ist. Und es reicht für jede Haarlänge. Mason Pearson Junior, auch für Seniors übrigens, ne? Damit verabschieden wir uns. Und wir hoffen, dass wir so ein bisschen Licht in die Welt der Bürste bringen konnten. Tutti, tutti. So, dann gehen wir uns jetzt mal hübsch machen, ne? Sind wir doch schon. Ach ja, vergesse ich immer. Tschüss. Tschüss.